Hallo Fahrradwohnwagenfreunde, hallo Draußenschläfer und hallo Welt. Ja, hier ist wieder euer Therapeut on Tour und ja, ihr wisst ja, dass ich gerade mal nicht mehr mit meinem Fahrradwohnwagen unterwegs bin, weil ich mich jetzt auf die Südamerika-Reise vorbereiten werde und ich habe meinen Fahrradwohnwagen jetzt erstmal untergestellt und ja, schauen wir jetzt in den nächsten Wochen, was damit passiert, ob ich ihn noch verkauft bekomme oder irgendwo unterstellen kann. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen noch zeigen. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man so seit 6 Monaten nur permanent draußen in der Natur ist oder war, dann hat man schnell wieder große Sehnsucht in die Natur zurück. Ich habe zwar gerade einen schönen Schlafplatz, aber ich habe trotzdem heute mal wieder Lust, draußen zu schlafen. Und deswegen, wenn man da hinten mal schaut, habe ich da mal was vorbereitet. Ich habe einfach eine Abdeckplane gefunden, also was man als Tarp benutzen kann, noch ein Seil gefunden. Ja, und da werde ich jetzt heute Nacht mal drunter schlafen und mal gucken, wie es so ist. Ich hoffe, dass die Luftfeuchtigkeit nicht ganz so hoch ist, weil auf Formentera war sie sehr, sehr hoch. Aber heute Abend fühlt es sich noch nicht so feucht an und von daher denke ich mal, wird die Nacht ganz erträglich werden. Ich bin mal sehr gespannt, wie man da so schläft. Ist eine schöne Bucht, wo ich mich hier gerade befinde. Und ja, ich werde dann morgen früh mal euch berichten, wie ich geschlafen habe. Jetzt werde ich mir aber erstmal noch was zu essen kochen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Leute. Ja, jetzt habe ich mal eine Nacht draußen geschlafen, direkt hier am Meer. Das war auch sehr schön und das mitten im Winter, eigentlich auch unvorstellbar. Ja, ihr habt ja gesehen, ich habe einfach nur meinen Tarp oben drüber geworfen und einfach nur auf meiner Matratze geschlafen, die ich sonst in meinem Fahrradwohnwagen habe. Und ja, ich muss schon sagen, also ich habe die Nacht ganz gut geschlafen. Ich bin vielleicht ein-, zweimal wach geworden. Und ja, ein bisschen kalt war es einfach nur im Gesicht, weil ja auch die Luftfeuchtigkeit hier relativ hoch ist. Aber ansonsten habe ich hier ganz gut geschlafen. Ich habe eine Daunendecke, die ist so mit 800 Gramm Daunen gefüllt. Bin ich wunderbar mit klargekommen. Ich habe jetzt nochmal 2 Hosen angehabt, aber ansonsten war das einfach, ja okay, man konnte gut schlafen. Aber ich muss sagen, in einem Fahrradwohnwagen schläft es sich besser, weil da die Luftfeuchtigkeit da drin auch nicht so hoch ist. Also zumindest in dem Fahrradwohnwagen, den ich mir selber gebaut habe. Und ja gut, der ist auch doppelt gedämmt, mein Fahrradwohnwagen. Das macht sich schon bemerkbar. Und vor allen Dingen, was ich immer wieder merke, ist, dass ja, man halt nicht so viel Wind in dem Fahrradwohnwagen hat. Und das macht halt schon was aus. Ja? Also Wind bringt oft die Kälte mit sich. Aber in so einem Fahrradwohnwagen ist das schon mal echt ein großer Vorteil, dass da nicht so viel Wind reinkommt. Und deswegen, ja, hat man einfach schon mehr Komfort, wenn man in so einem Fahrradwohnwagen schläft. Nun gut, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal aufstehen und hier mal wieder alles abbauen und dann mal dieses Video für euch schneiden. So, ihr Lieben, jetzt ist es erstmal Zeit für mich, diesen schönen Ort hier zu verlassen. Habe alles zusammengepackt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt mal gerade diesen Monat nicht mit meinem Fahrradwohnwagen hier auf der Insel Mallorca unterwegs bin. Aber in Südamerika wird es ja weitergehen. Und naja, vielleicht war es ja doch eine kleine Inspiration für jemanden, der sagt, hey Mensch, ich habe noch nie draußen geschlafen. Würde ich so gerne mal machen. Was braucht man da alles dafür? Eigentlich braucht man gar nicht so viel dafür, sondern einfach mal ein Seil, ein Tarp, eine Matratze, einen halbwegs guten Schlafsack oder einen Daunenschlafsack finde ich jetzt immer am besten, weil Daunen halten schön warm. Genau. Und dann geht man einfach raus, sucht sich irgendwo einen Platz und schläft einfach mal eine Nacht draußen. Sehr, sehr schön. Hier war jetzt die Nacht auch über niemand. Die Insel ist ja nicht so touristisch zu dieser Zeit und von daher war es sehr, sehr schön. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag und wir sehen uns wieder zum nächsten Video. Macht's gut, bis bald!